Wenn man so auf Filmfestivals unterwegs ist, sieht man natürlich jede Menge Filme. Und da kann es auch schon mal vorkommen, dass man den einen oder anderen Film vergisst. Nicht, weil er schlecht war, ja, aber es sind halt andere Filme dann ins Kino gekommen. Und einer dieser Filme, das ist mit Liebe und Entschlossenheit gewesen, den haben wir nämlich auf der vorletzten Berlinale gesehen. Und dann geht so ein bisschen Zeit ins Land und dann schaut man in die Filmtipps und sieht dann plötzlich, ach, stimmt, der ist ja nie rausgekommen. Und jetzt hat er es endlich ins Kino geschafft. Ist der neue Film von Claire Denis und auch ein Film, der wächst, wenn man ihn ein zweites Mal schaut. Von daher freue ich mich sehr, dass ich jetzt Anlass hatte, den nochmal zu gucken und dass ich Ihnen den jetzt vorstellen und empfehlen kann. Der verhängnisvolle Soundtrack legt sich wie eine dunkle Wolke über die Idylle des azurblauen Meeres. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Und du? Du mich auch. Und wie? Was nach außen wie eine zärtliche, ja perfekte Beziehung aussieht, ist es in Wirklichkeit nicht. Ich gehe dann. Aber um das zu sehen, muss man zuhören. Jean und Sarah scheinen ein harmonisches Paar zu sein, sind es aber in Wirklichkeit nicht. Sie sprechen zwar, aber reden nicht miteinander. Sie hören sich nicht zu. Aber das weißt du ja, hört man Jean immer wieder sagen, obwohl Sarah es offensichtlich nicht weiß. Ob sie nun nicht zugehört oder ihr Partner es ihr tatsächlich einfach nicht erzählt hat, bleibt dabei ungewiss. Sie werden zu Randfiguren im Leben des jeweils anderen. Und als Sarahs Ex-Mann François wieder in ihr Leben tritt, kommt mit ihm auch der Konflikt. Das war François. Er ist gerade dabei, die Agentur zu gründen und will das nicht machen. Schließlich habe ich François mal sehr geliebt. Aber das mit ihm und mir, das ist vorbei. Manchmal ist die Wahrheit nicht einfach. Manchmal ist die Wahrheit ein zweischneidiges Schwert. Mit Liebe und Entschlossenheit ist aber nicht nur das Porträt einer Liebesbeziehung, sondern erzählt von der Komplexität menschlicher Beziehungen im Allgemeinen. Claire Denis verwebt diese Beziehungsfäden zu einem kunstvollen Wollpullover, der großartig aussieht, aber unglaublich kratzig ist. Ihre vierschichtigen Figuren setzten zwar beim Sprechen die pandemiebedingten Masken ab, bleiben aber immerzu Maskierte. Ihre Wünsche und Motivationen bleiben geheim. Aber natürlich ist es schwer, dem eigenen Frust Ausdruck zu verleihen. Vor allem, wenn man sich nicht eingestehen will oder kann, was einen eigentlich frustriert. Es ist kein hoffnungsvoller Film, aber eine feinfühlige, authentische Studie unauthentischer Beziehungen, die mit jeder Sichtung wächst.